Ich will in deinen Finger, ich nehme mir deinen Finger. Ich bin ein schlimmer Finger, von Beruf aus bin ich Killer. Ich wurde im Auftrag der Yakuza 8.3, hab die Klinge mit dabei. Der Boss will das, der Verräter jetzt schweigt. Ich werde ihn töten, denn ich kenne kein Mitleid. Er kriecht von mir am Boden, bettelt nach Verschonen. Vor seinen Augen werde ich seine Frau durchbohren. Er kann mich nicht stoppen, ich bin Dr. Faustus. Ich töte ihn und die Familie mit Genuss. Mit dem Messer werde ich immer wieder in sein Körper fahren. Ich bin ein hirntoter Meuchelmörder im Yakuza Clan. 8.3 Yakuza Clan, du redest bei den Bullen, doch wir haben es erfahren. Du dachtest, wir würden nicht dahinter kommen, doch ich muss dich enttäuschen, der Bulle steckt mit drin. Wir treffen uns, ich seh die Angst in deinem Gesicht. Du gibst mir einen Schlag, der voller Blut ist. Ich öffne ihn und seh die Wiedergutmachung. Leider reicht dein Finger nicht mehr aus, es ist dein Tod. Wir geben dir die Klinge und du kniest dich hin. Machst dein Oberkörper frei und setzt das Wakizashi an. Die letzte Möglichkeit, die Ehre zu retten, deine Fehler zu begleichen, alles wendet sich zum Besten. Schließ die Augen, drück die Klinge an den Bauch. Von links nach rechts schneidest du ihn dir auf. Du kannst nicht mehr und senkst deinen Kopf. Das Schwert haut zu, er rollt, das war's. Yakuza Clan, Killer Cocktail. Yakuza Clan, Killer 893, Killer 893. Yakuza Clan, Killer Cocktail. Yakuza Clan, Killer 893, Killer 893. Ich will deinen Finger, ich nehme mir deinen Finger. Ich bin ein schlimmer Finger, von Beruf aus bin ich Killer. Ich wurde im Auftrag der Yakuza 8.3, hab die Klinge mit dabei. Der Boss will das, der Verräter jetzt schweigt. Ich werde ihn töten, denn ich kenne kein Mitleid. Er kriecht von mir am Boden, bettelt nach Verschonen. Vor seinen Augen werde ich seine Frau durchbohren. Er kann mich nicht stoppen, ich bin Dr. Faustus. Ich töte ihn und die Familie mit Genuss. Mit dem Messer werde ich immer wieder in sein Körper fahren. Ich bin ein hirntoter Meuchelmörder im Yakuza Clan. 8.3 Yakuza Clan, du redest bei den Bullen, doch wir haben es erfahren. Du dachtest, wir würden nicht dahinter kommen, doch ich muss dich enttäuschen, der Bulle steckt mit drin. Wir treffen uns, ich seh die Angst in deinem Gesicht. Du gibst mir einen Schlag, der voller Blut ist. Ich öffne ihn und seh die Wiedergutmachung. Leider reicht dein Finger nicht mehr aus, es ist dein Tod. Wir geben dir die Klinge und du kniest dich hin. Machst dein Oberkörper frei und setzt das Wakizashi an. Die letzte Möglichkeit, die Ehre zu retten, deine Fehler zu begleichen, alles wendet sich zum Besten. Schließ die Augen, drück die Klinge an den Bauch. Von links nach rechts schneidest du ihn dir auf. Du kannst schwer und senkst deinen Kopf, das Schwert haut zu, er rollt das. Geld in deiner Tasche will für dich den Kick erleben. Alles hast du schon gemacht, außer einen Menschen zu zerlegen. Verstümmelung und Gewalt ist, wonach du dich heimlich sehnst. Einmal selber Hand anlegen, in dein Sofa snoppen Leben. Du weißt, du hast die Kohle und sie öffnet dir den Weg. Ab mit dir nach Bratislava, wo mein Hostel bereitsteht. Keine Mühe wird gescheut, du wirst auf deine Kosten kommen. Bei 5000 fängt es an, egal ob Frau oder auch Mann. Die Auswahl hier ist riesig, für dein Spaß so mitgesorgt. Alle Waffen stehen dir frei an diesem schönen Urlaubsort. Ich weiß, es klingt nicht leicht, doch musst du dich erst überwinden. Hau den Nagel in sein Schädel, Mord und Totschlag ist hier Regel. Warum machen sie das? Was habe ich ihnen getan? Nein, bitte, bitte aufhören. Ich will nicht mehr. Bitte. Ich betrete den Raum und du sitzt auf dem Stuhl angekettet, verwirrt, schweißgebadet bist du. Du schaust auf zu dem Doktor, dich durchdringt die Angst, denn er nimmt sich bereits seinen Bohrer zur Hand. Er kommt auf dich zu und kritzt dir ins Gesicht, setzt den Bohrer ans Bein, Blut verschmiert deine Sicht. Du kannst es kaum glauben, was wird hier gespielt? Es ist wirklich real, da du die Schmerzen spürst. Der Doktor nimmt das Messer sich zur Hand und schneidet deinen Schädel auf, um ihn zu lockern. Haut er mehrmals mit den Hammer rauf, er öffnet dir dein Kopf, ohne dass er dich sterben lässt. Er schneidet Gewebe aus deinem Blut, was er dann vor deinen Augen isst. Geisteskrank und misanthrop, meine Klinge bringt den Tod. Ich werde jeden von euch kriegen, weil die Mordlust in mir tobt. Hals ab, Schneider, Knochenbrecher, ich lasse jeden Knochen splittern. 13 Leichen stapeln sich, die ganze Menschheit soll erzittern. Ich öffne Schädeldecken, gebe Stiche ins Gehirn. Manchmal lebt das Opfer noch, doch genau das finde ich ertörn. Menschen werden hier gefoltert, bis hinein in ihren Tod. Jede Nacht ist Suchtbetrieb, die Leichen stapeln sich im Hof. Polizei und Strafverwaltung arbeiten mit uns. Keiner, der was machen würde, alle hängen mit im Sumpf. Keiner kann dir hier mehr helfen, kommst du einmal zu Besuch. Ist dein Schicksal längst geschrieben, auf Bratislava liegt ein Fluch. Oh mein Gott! Oh, was ist das? Nein, bitte! Bitte nicht! Nein, was machen Sie?
ohne Licht. Deine Panik ist am Steigen, du weißt nicht, wie dir geschieht. Wie bist du wohl hier reingeraten? Der Tisch vor dir voller Waffen und du stellst dir eine Frage. Wirst du es hier rausschaffen? Die Tür in deinem Rücken, sie geht auf. Die Gestalt ist bereit, um dich zu foltern, denn sie hat dafür bezahlt. Angst, sie bricht aus, du weißt, du kommst nicht mehr weg. Du bist ewig hier gefangen in dem Experiment. Die Schmerzen, die du leidest, werden langsam unerträglich. Ganz egal, was du versuchst, jede Hilfe ist vergeblich. Dieser Bohrer gleitet sauber und präzise in dein Fleisch. Die Klinge deines Hackers schneidet dir die Haut vom Leib. Völlig abgestiegen von der Welt, gehst du drauf. Spür das kalte Eisen, denn es schneidet dir die Kehle auf. Du bist am Verbluten, sieh dem Tod in die Augen. Du wirst jämmerlich verrecken zwischen all dem ganzen Dreck.